Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Waldes vs. Spinatpizza, Staffel 5, Folge 5, mit einem ganz besonderen Spiel. Denn nachdem wir vor weiß ich nicht wie vielen Staffeln einmal Hearthstone gespielt haben, spielen wir jetzt ein anderes Trading Card Game, nämlich Gwent, das in Sapkowskis The Witcher Welt spielt. Spinatpizza hat jetzt nicht unbedingt viel Erfahrung mit diesem Spiel, zumindest keine positiven. Oder? Kannst du das bestätigen? Schon irgendwie, ne? Er hört gar nicht mehr zu. Es ist ihm einfach vollkommen egal. Also im Prinzip können wir mir den Punkt jetzt schon anrechnen. Damit das Ganze ein bisschen fairer vonstatten gehen kann, spielen wir ausschließlich mit den Basisdecks, die das Spiel bietet. Und zwar spielen wir Best of Five. Man darf jedes Deck einmal nehmen. Und da wir bei den Starterdecks die Decks von 5 verschiedenen Fraktionen haben, die im Spiel vorkommen, jetzt das Syndikat mal ausgenommen, das ist eine 6. Fraktion, kommt das auch ganz gut hin. Das heißt, maximal kann dann eben, wie gesagt, jeder, ne, you know. Best of 5? Hä? Best of 5? Ja. So lange? Wieso so lange? Das wird relativ schnell vorbei sein, mein Freund. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Erfahrung mit dem Spiel schon. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich fast ausschließlich mit 2 Rassen gespielt habe. Also kenne ich mich mit 3 weiteren Rassen, die wir hier spielen werden, eigentlich so gut wie nicht aus. Wir werden jetzt mal Spinatpizza zu einer Kampfeinladung einladen. Ja, sehr schön. Und genau, also es handelt sich um diese 5 Starterdecks. Einmal das Monster-Starterdeck, Squirtle, Nilfgaard, Skellige und Northern Realms, also nördliche Königreiche. Kennt man ja im Prinzip aus den Spielen. Wenn ihr schon eins der Let's Plays gesehen habt und so, ist es für euch keine Raketenphysik hier. Und wir suchen uns jetzt ein Deck, wie gesagt, von diesen 5 Decks aus. Wir dürfen auch das gleiche Deck nehmen, das ist egal, weil es soll ja geheim bleiben, wer was nimmt. Aber wir dürfen jedes dieser Decks nur einmal nehmen, hast du gehört? Manchmal möchte ich ihm eine reinhauen, aber okay. Gut, dann fangen wir an mit Spiel 1. Ich weiß leider nicht so ganz genau, was in den Decks drin ist, aber Spinatpizza genauso wenig, insofern ist es fair. Also er tut jetzt so, als würde er reden, aber ja, da kommt nichts raus aus seinem Schandmaul, also von so her, ja, genau, alles klar. Okay, wir haben also die Monster gegen Northern Realms. Und für alle, die Gwent nicht kennen, wir spielen jetzt in bis zu 3 Runden, weil 2 muss man gewinnen. Und wir starten mit 10 Karten und es geht im Prinzip darum, dass wir möglichst viele Punkte auf dem Feld haben in irgendeiner Art und Weise. Oh, die wurde mega genervt, die Karte. Die eine Karte hier von mir wurde mega genervt, okay. 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 Ja, man kann halt ein bisschen Mulligan machen, das heißt, man kann ein paar Karten austauschen, wenn man meint, okay, die sind nicht so geil. Das Deck besteht aus, glaube ich, 25 Karten insgesamt. Und man zieht am Anfang einer neuen Runde 3 Karten nach. Oder bis zu 3 Karten, je nachdem, wie viele Karten man eingesetzt hat. Wir fangen jetzt an. Und ich habe schon so eine ungefähre Idee, was ich mache. Ich kann euch ja mal hier zeigen, also die Fähigkeit kennt ihr, was das bedeutet. Genauso wie ihr das im Prinzip auch. Hier steht das nochmal. Ihr könnt auch pausieren und dann euch das durchlesen. Wir spielen jetzt auf jeden Fall erstmal die. In den Nahkampf! Und damit beenden wir den Zug. Außerdem hat jeder Charakter hier noch so eine besondere Fähigkeit. Bei mir ist es die Panzerfähigkeit. Ich kann eine Einheit um 3 heilen. Wenn es sich um eine Monstereinheit handelt, bekommt sie außerdem Schleier. Und Schleier ermöglicht eben, dass sie nicht von anderen Statuseffekten anvisiert werden kann, soweit ich weiß. Ja. Und er hat verbessere eine verbündete nördliche königreiche Einheit um 2 und gib ihr Eifer. Eifer bedeutet, dass man die Befehlsfähigkeit sofort einsetzen kann. Normalerweise müsste man eine Runde warten. So. Spinatpizza überlegt, was könnte er tun? Ich hab komplett vergessen, wie es funktioniert. Für die schönste Maid fechte ich 100 Gefechte. Ah ja, okay. Das war glaube ich gar nicht so doof. Der hat halt eine Einsatzfähigkeit. Einsatz heißt, sobald die Karte das Spielfeld betritt, wird eben der Effekt getriggert. So, was machen wir denn jetzt mal? Wir müssen auf jeden Fall, so schnell es geht, die raushauen.
Ah, wobei das Problem ist, Dominanz, die Fähigkeit wird ausgelöst, wenn du das höchste, wenn du die höchste Einheit auf dem Dings kontrollierst. Das ist jetzt in diesem Fall leider nicht so. Speerspitze Schlaf ist einfach eine völlig andere Karte geworden. Ist völlig bekloppt. Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen jetzt erstmal das. Ja, wir kriegen die Karte zurück, weil ne, wir den Todeswunsch-Effekt damit getriggert haben. Haben außerdem den Greif noch gespielt. Und werden jetzt mal wieder den Zug. Hier sehen wir, wie viele Punkte wir gerade aktuell haben. Bei uns sind es 13, bei Spinatpizza sind es 6. Allerdings hat auch eine Karte weniger ausgespielt. Wir haben außerdem hier noch den taktischen Vorteil, den wir ausspielen können. Das hat halt der Spieler, der anfängt. Weil es in diesem Spiel tatsächlich eher ein Nachteil ist, anzufangen. Anders als bei anderen Kartenspielen. Eventuell. Ungefähr. Ja, den. Ja, es gibt schon viele Möglichkeiten. Was haben wir denn noch so im Deck? Können wir jetzt mal gucken. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Okay. Bei der machen wir erstmal nichts. Wir spielen stattdessen den aus. Und der wird jetzt, solange wir die stärkste Einheit auf dem Feld haben, immer ein stärker pro Runde. Das ist dann der Dominanzeffekt sozusagen. Füge einer Gegner. Das kotzt mich jetzt schon an. Nur mal so. Die Befehlsfähigkeit ist auch hier recht nervig. Reihebeine. Ah, so funktioniert. Okay. Die neue Speerspitze kapiere ich nicht. Die verwirrt mich. Für ihr drei Schaden. Okay. Sehr schön. Weg mit dem Ding. Bevor er den Befehlseffekt einsetzen kann. Der hätte dann nochmal zwei Schaden gemacht. Und dann warten wir nochmal ab. Okay, wir sind jetzt 18 zu 10. Wieso kriegt der jetzt ein Plus? Der Dominanzeffekt. Solange ich die stärkste Einheit auf dem Feld habe. Aber die sind gleich stark. Ja, und damit habe ich die stärkste Einheit auf dem Feld. Oh nein! Es kann übrigens sein, dass er versucht, uns in eine Falle zu locken. Hä? Was erwartest du von mir? Wo soll ich eine Falle laufen lassen, wenn ich nicht mal weiß, was für Fallen ich machen könnte? So, wir sind jetzt... Das ist so hirnverbrannt von dir. Er hat noch 6 Karten, wir auch. Du denkst, dass ich einen Plan hätte. Und trotzdem haben wir 8 Punkte mehr, das ist gar nicht schlecht. Wir werden jetzt erstmal den hier spielen. Dominanzeffekt und Einsatz, ne? Wenn wir die stärkste Einheit auf dem Feld haben, rufen wir alle Kopien dieser Einheit aus unserem Deck aufs Feld. Das sind in diesem Fall 2. Wenn man auch nur maximal 2 Einheiten oder 2 Kopien einer Karte im Deck haben kann, es sei denn, das ist so eine Goldkarte. Es gibt Bronze- und Goldkarten. Bei Goldkarten darf man die nur einmal im Deck haben. Bei Bronzekarten darf man sie 2-mal im Deck haben. So, Spinatpizza ist dran. 6 Karten, wir haben 5 Karten. Was wird er tun? Ach so, beim Platzieren, okay. Oh. Du musst jetzt auch eine Karte spielen, ne? Weil du den Befehleffekt eingesetzt hast. Das habe ich jetzt auch festgestellt. Das gilt übrigens auch für die Heldenfähigkeit. Glaube ich. Oder? Ich meine, es gilt auch für die Heldenfähigkeit. Ich habe Gwent schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe eine Heldenfähigkeit. Befehl, erhalte Vitalität. Dazu verbessert diese Karte als Schlüssel. So. Was ist denn das nochmal? Okay, jetzt müssen wir uns überlegen, ob es sich lohnt. Also er müsste 11 Punkte machen, alleine nur um mit uns gleichzuziehen.
Ich passe tatsächlich. Klar, er kann uns jetzt leicht überholen, indem er halt ganz viele Karten spielt, aber dann fehlen ihm wichtige Karten vielleicht zum Ende des Spiels. Schauen wir mal. Hä? Man kann halt einen krassen Kartenvorsprung haben und dadurch im Prinzip schon so gut wie gewinnen. Oder ziemlich sicher gewinnen, je nachdem, was man für Karten auf der Hand hat. Okay, er hat jetzt Vitalität verpasst. Vitalität bedeutet, er kriegt halt innerhalb der nächsten zwei Runden plus ein auf seine Stärke sozusagen. Aber auch jetzt muss er halt irgendwas spielen. Ja, das war nicht so klug, ne? Ich weiß nicht mal, was da passiert ist. Naja, du hast eine Karte verbrannt jetzt. Du musst halt irgendwas spielen, du hast noch ein Zeitlimit, das siehst du doch. Ach so, ich habe die Kartentexte gelesen. Die Uhr tickt doch. Welche Uhr? Naja, okay. Also, wir haben jetzt die erste Runde gewonnen. Das heißt, oh, das ist interessant. Okay, den schmeißen wir auf jeden Fall. Ja, ja. Den hat er übrigens, glaube ich, auch. Okay. Warte mal, was haben wir da auf dem Friedhof? Das gilt, glaube ich, noch. Ja. Okay. Hier zum Beispiel an der Kreatur seht ihr, der Einsatz gilt nur, wenn man die in die Nahkampfreihe spielt. Es gibt halt die Nahkampf- und die Fernkampfreihe. In The Witcher 3 gibt es ja auch das Gwent-Kartenspiel und da gibt es sogar drei, glaube ich. Da gibt es drei verschiedene Felder. Da gibt es noch die Belagerungsreihe. Also wenn wir den jetzt hier reinsetzen, können wir eine Bronze-Einheit von unserem Friedhof fressen und da fressen wir jetzt einfach mal den. Und beenden den Zug. Was war das denn? Ich glaube, ich habe eine Bronze-Einheit von meinem Friedhof gefressen. Den Greifen. Okay. Wer hat den neuen Angriff? Wieso läuft jetzt schon wieder der Timer? Weil du eben, weil du eben überzogen hast. Gemein. So. Kann ich aber nicht beenden. So, die wird wieder um einen stärker. Er hat halt gut gekontert mit Geralt von Riva. Zerstöre eine gegnerische Einheit mit 9. Allerdings wissen wir jetzt auch, dass die im Spiel, dass er die nicht nochmal spielen wird. Das ist wiederum ein Vorteil für uns. So, ich kann nur den machen. Okay. Was passiert dann? Okay. Das ist nicht das, was ich erwartet hätte. Was macht denn das? Da steht da doch, was das macht. Order Ability. Okay. Okay. Ich kapiere diese Karte nicht. Du bist fertig? Ich hab gepasst. Solltest du jetzt auch tun. Komisch. Ich könnte noch ganz viel spielen und noch mehr Punkte reinbuttern, was überhaupt nichts bringt. 1-1. Jetzt kommt die entscheidende Runde. Und jetzt ist es halt so, wir haben eine Karte mehr als Spinatpizza. Das ist natürlich ein Vorteil für uns. Wir müssen jetzt mal eben gucken, was haben wir noch im Deck. Der könnte noch ganz geil sein. Ja. Das Ding ist auch ganz cool. Allerdings ist der Gedeihen-Effekt hier nicht so nice.
Und ich kann auch eigentlich, ich könnte die Unit. Warum nichts Gutes auf dem Friedhof. Okay. Okay. So, jetzt kommt die entscheidende Runde, meine Freunde. Fange ich an? Ja. Nice mesh you've got here. For me, put the brains on the blood. Vermag die Ehre meiner Maid reinzuwaschen. So, rufe alle Kopien dieser Einheit aus deinem Deck, ist halt der Befehlseffekt. Und er hat vermutlich noch eine Einheit davon in seinem Deck, ansonsten wäre das... Ach cool, ich hab sogar noch eine davon. Gut zu wissen. Today I learned I have another unit of that. So, jetzt wollen wir mal gucken. Und da wir wissen... Nein, das ist erstmal okay. Das ist mal okay. Nitral ist halt eine ganz coole Karte. Weil wir einen Schaden jede Runde zufügen können. Und wenn wir Dominanz haben, sogar zwei Schaden. Abklingzeit 1 bedeutet halt, man kann das in der nächsten Runde halt wieder einsetzen. Dann haben wir noch die hier und die hier, die ganz gut sein könnten. Die könnten auch ganz gut sein. Ekelhaft. Ich habe keine Angst. Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Nee. Jetzt nehme ich auch nicht immer. Dammit. Dammit. Ja, jetzt seht ihr hier die 1 mit der Sanduhr. Also in der nächsten Runde können wir es halt wieder einsetzen. So, 11 zu 7. 6 gegen 7 Karten. Er kann noch einmal seine Heldenfähigkeit einsetzen. Ich hasse den. Bringt aber nichts. Nicht? Nein. Soll ich dir erklären, warum? Ja. Weil meine Einheit Schleier hat. Durch meine besondere Fähigkeit. Schleier heißt, der kann nicht von anderen Statuseffekten... der kann keine anderen Statuseffekte mehr erhalten. Kann ich dann rückgängig machen? Nein, kannst du nicht. Blockieren ist quasi ein Statuseffekt. Das macht natürlich jetzt alles nicht so wie gedacht. Warte mal, was hast du noch auf dem Friedhof? Das ist echt nur Grütze auf dem Friedhof. Nichts, was ich brauchen kann. Ja, das war's eh schon, ne? Ich weiß ja nicht, was du auf der Hand hast. Die Zuschauer wissen das, weil ich es wahrscheinlich einblende. Na, jetzt fühlst du dich sicher, weil du weißt, dass ich keinen Geralt von Riva mehr habe, ne? Ich glaube übrigens, der ist in jedem Startdeck. Ich bin mir nicht sicher. Aber der ist in vielen Startdecks. Also nur... Nee, sicher fühle ich mich nicht. Was weil so du jede Runde wieder angreifen kannst. Ja, aber halt nur einen aktuell. Ja, trotzdem, bei 6 Karten macht es halt viel aus. Das sind jetzt noch mindestens 6 Damage-Punkte, die du jede Runde einfach raushauen kannst und ich nichts gegen tun kann. So zum Beispiel. Oder mehr. Alzurs Donner. Kennt man auch aus den Witcher-Spielen. Ja, kann eh nichts machen. Die Infanterie ist ganz gut mit der Heilerin, die du in der letzten Runde gespielt hast. Diese, wie hieß sie? Ja. Anna Strenger. Wusste ich aber noch nicht, dass es diese Karte gibt. Wieso hast du jetzt... Wieso hat er jetzt... Ach so, deswegen.
Den Geralt brauchte ich eh nicht mehr. Eigentlich ist es ja andersrum. Der Geralt tötet den Greif, aber ja. Spinatpilz hat gepasst, wir passen auch, weil wir haben gewonnen. Und dadurch haben wir jetzt das erste Spiel für uns entschieden. Hier sieht man nochmal die Übersicht. Monster gegen nördliche Königreiche. Relativ gut gelaufen, würde ich mal sagen. Nein! So, und jetzt müssen wir, glaube ich... Müssen wir nochmal herausfordern wieder? Ist ja dumm. Hast du irgendwas im Chat geschrieben? Nee. Hast du nicht. Ich dachte schon. So, zweites Spiel. Ich darf keine Monster mehr nehmen und Spinatpizza keine nördlichen Königreiche mehr. Nehmen wir mal... Ich glaube, ich kann die nicht so gut spielen, aber wir nehmen jetzt mal die. Ich bin gespannt, was er wählt. Die gleichen. Wie die gleichen? Wie ich? Ja. Ich hoffe nicht. Das wäre ja ein Mirror-Match mit den gleichen Decks sogar. Das wäre ein bisschen... Du hast nicht dieselben genommen. Oh Gott, ey, das ist so schlimm. Nilfgaard gegen Nilfgaard. Och Mann. Okay. Ich weiß gar nicht, was in diesem verkackten Deck los ist. Vor allem, wie ich sogar richtig geraten habe, dass das... Dass das der ist. Was ist das? Ohne Effekt. Ja, ich glaube, ich mach das mal so. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt habe. Oh. So, wir fangen an. Mal wieder. Nausikaa Feldwebel. Whenever you play a unit with deploy, boost health by one. Wieso hab ich die nicht? Die hast du. Du hast sie wahrscheinlich einfach nicht gezogen. Boost an enemy unit? Was bringt es mir, einen Gegner zu boosten? Na, weil die Karte verhältnismäßig stark ist wahrscheinlich. Dann hat die eine Downside. Außerdem kannst du damit tatsächlich sogar was anfangen. Eine gegnerische Einheit zu boosten. Unter Umständen. Halber Pick. Okay. Ja, wenn du einen Soldaten kontrollierst, rufe alle Kopien dieser Einheit aus dem Deck. Sag mir nicht, du hast beide auf der Hand. Oh Gott! Wieso spielt er die dann nicht aus der Hand? Das steht doch extra aus dem Deck, du Dummkopf! Aus deinem Deck! Okay. Wer denkt sich denn so einen Scheiß aus, ey? Da kriegt man diese Karte doppelt, hat 2 Sekunden Zeit, sich die Karten durchzulesen am Anfang, um herauszufinden, ob man die weggeben muss oder nicht. Kartoffelschwanz mit Kühlsoße. Oder Hackkäse aus Gemara. Alba Speerträger, füge einer gegnerischen Einheit einen Schaden zu, erhöhe den Schaden für jeden benachbarten Soldaten um 1, da das 2 sind, macht er insgesamt 3 Schaden. Okay, das ist, glaube ich, noch.
Hä? Ja gut, hier, sind doch eh tot. Das ist... Ich muss dich die ganze Zeit einblenden einfach. Oh, ehrlich. Was ist passiert? Warst du etwa nicht im Game? Da musst du das Symbol mal links da drücken. Und dann auf Spielverlauf, die Sanduhr unten, da siehst du es. Aber welche Unit wurde denn jetzt transformiert? Das steht da nicht. Nee. Die schwache, die Zweier. Er passt. Dann machen wir das natürlich auch, denn warum sollten wir unnütz Karten rausschmeißen? 22 zu 9, Runde 2. Mal sehen, was jetzt kommt. Ach, gut, die geht auch mit weg. Was haben wir denn noch im Deck? So viele geile Sachen haben wir im Deck gar nicht mehr. Ich würde es tatsächlich so lassen. Ich glaube, ich lasse es so. Also klar, wir hätten jetzt noch die anderen... Also zwei hätte ich noch gerne gezogen, aber ich lasse es jetzt so. Ich weiß noch nicht, wie diese hier richtig funktioniert. Das macht es umso lustiger dann. Die kennst du, glaube ich, noch, ne? Ja. Die Alba-Pikeniere. Ist das sinnvoll, das jetzt zu machen, oder ist es sinnvoll, das später zu machen? Ich weiß ja nicht, was du tun willst. Dumme Sachen. Viel stärker wird diese Karte auch nicht. Zutritt verboten. Müsste nur ein, zwei Schaden, okay. Das geht jetzt. What is it now? So. Was spielt Spinatpizza als Zucker? Mu. Der älteste Bär. Was machst du da eigentlich?
völlig durchdrehen, wa? Ey! Männer muss man an der kurzen Leine halten. Hop to it, Blades! Das ist ein Spying. Der hat keinen. Das hat keinen besonderen Effekt erstmal. Es gibt Karten, die damit interagieren. Aber der hat erstmal keine Wirkung. So an sich zumindest nicht. Hi! Los Leute, wir reiten! Da bin ich immer noch hinten. Achso, wenn ich das jetzt mache, muss ich so oder so eine Karte dann spielen, ne? Wenn du was machst. Imprisonment? Ja. Das ist ja doof. Musst du. Das ist ja doof. Das wusste ich natürlich nicht, dass man das dann nicht auch noch kann. Das habe ich dir erklärt. Ich glaube, das war in der letzten Runde auch schon so und ich habe es komplett vergessen. Siehst du. Na gut. Mashed potatoes with thick gravy. Warum hast du sie denn da gespielt? Weil die Runde vorbei ist. Achso. Stimmt, ist eh egal. Warum hast du die da gespielt? Ja, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Dann mache ich sie doch easy platt. Nee, die hatte ich doch eben. Das ist gut, wenn du keine Karte hast, kann ich auch keine boosten. Ja, stimmt. It was the smartest of times, it was the worst of times. Kleines Pisskind. Das Lustige ist, ich weiß genau, dass du die gleiche Karte wie ich auch beahnt hast. Das wird so dumm gleich. Ich muss noch Runde beenden. Ich weiß genau, was du vorhast. Ich weiß auch genau, wieso du was machst gerade. Es ist sehr lustig. Du weißt nichts. You know nothing, Jon Snow. Doch, doch. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt wo spielen soll, weil alles scheiße ist, was ich gerade noch hab. Ich verrate jetzt natürlich nicht laut, was ich vorhabe, das wäre dumm. Ich weiß genau, was du vorhast.
Du hast genau auch diese Karte hier. Die hier. Wie gemein. War genau die, die ich behalten wollte. Junge! Das spielt ja richtig schön in die Hand. Ich sehe schon, ich sehe dein Grinsen. Warum machst du das? Hä? Achso, ich dachte beim. Hä? Discard is played on. Warum machst du das? Hä? Achso, ich dachte. Okay, ich habe irgendwie mit was anderem gerechnet, was da passiert. Warum zur Hölle macht man sowas? Gibst du in jeden Deck einen Geralt? Ja. Hatten wir den hier schon? Hast du einen? Ja. Achso. Okay. Was meinst du, warum ich das Vieh auf 10 geboostet habe? Ich hab vergessen, dass es in jedem Deck einen Geralt gibt. Das meintest du damit. Ach so. Ja, weil ich den einfach nicht hatte. Deswegen dachte ich halt, den gibt's nicht. Du kannst gucken, was du im Deck hast. Rechtsklick auf dein Deck. Was da noch drin ist. Ah! Und rechtsklick auf den Friedhof, was da noch drin ist. Okay. Also mein ursprünglicher Plan war, den auf 10 zu boosten und dann mit Geralt zu töten. Das wollte ich aber noch nicht sofort machen, weil das schon für Startdecks ein ganz guter Punkt deswegen ist, wenn man das am Ende macht und ich nicht wusste, was du mit der Einheit noch vorhast. Da sie jetzt auf 17 ist, statt auf 10. Und ich weiß, welche Karte du meinst, Verrat, ne? Oder? Meintest du die Karte Verrat? Wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. Welche letzten Worte? Ich nur Scheiße auf dem Feld habe, aber das wird reichen. Das wird reichen! Denke ich. Aber ich weiß nicht, was er noch auf der Hand hat. Ich spiele auf jeden Fall so, dass Verrat mir nichts anhaben kann. Also nicht viel. 2 Schaden oder was? Ja, ich hab's verkehrt rumgespielt gerade. Ich merk's gerade selbst. Ich hätte mit wesentlich mehr rausgehen können. Das hätte ich vielleicht, weiß ich nicht, ich hätte es wahrscheinlich nicht holen können, aber auf jeden Fall mit viel weniger Rückstand. Haha! Ja, wenn du die stärksten Einheiten halt außen spielst, dann bringt Verrat nicht viel. Das ist halt das Problem mit dem Mirror Match jetzt, weil wir genau wussten, was der andere hat. Nee, ich nicht. Ich weiß nicht, was im kompletten Deck ist. Ja, aber ungefähr, dass ich Verrat haben könnte, wusstest du ja. Ja. So, und da du das jetzt gemacht hast, kann ich jetzt auch das machen. Exzellenz, ich komme nicht mit. So, jetzt hat er noch eine Karte und wir auch. Und bei Gwent ist es so, der Spieler, der die letzte Karte hat, also der nicht anfängt, der hat halt sozusagen das Last Say. Das letzte Wort. Und da kann halt... Das ist ein Vorteil quasi. In dem Fall jetzt auch. Ja. 2-0. Nilfgaard bei mir weg, Monster bei mir weg, Nilfgaard bei Spinatpizza weg und nördliche Königreiche auch. So. Das ist ein bisschen blöd, dass man sich immer wieder neu einladen muss. Verstehe ich gar nicht. War das nicht mal früher anders? Nee, das ne? Das war, glaube ich, mal anders. Aber wie gesagt, das hat sich so viel verändert, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe irgendwie.
schon wieder. Aber naja, wollen wir mal gucken. Hui. Warum nimmt er nicht an? Das wirst du nie erfahren. Was ist denn jetzt passiert? So. Sehr schön, was nehmen wir denn mal? Bin ja mal gespannt, was du nimmst. Ich auch. Matchballspiel für mich übrigens. Was kommt jetzt? Mann, ey! Ist doch nicht dein Ernst. Als ob ich wissen würde, was du nimmst. Skellige. Skellige. Keine Ahnung, ich habe Skellige nie gespielt. Also nie wirklich. Ich auch nicht. Die ist positiv. Kannst du jetzt mal lernen, wie man die nicht spielt? Das war die Fähigkeit. Deal one damage to it. Ja, wenn immer dein Gegner eine Einheit ausspielt, für die einschalten. Das ist halt schon ganz nett. Ah. Blutdurst ist so ein Keyword, was häufig vorkommt jetzt gerade. Komisch. Okay. Ich hab's natürlich falsch gelesen. Dankeschön. Wie viel gibt's denn da noch? Wie deins sogar animiert ist, ey. Ja, cool, ne? Hab schon was. Jetzt haben wir beide Schiffe raus. Ach Gott. Okay. Na gut. Ah, okay. Dieses Spiel ist auf jeden Fall nicht so unterhaltsam wie Hearthstone bei den nicht aktiv spielenden Leuten. Wieso? Weil es hier viel weniger Sachen gibt, die man irgendwie wild anklicken kann. Ach so, ja.
Man lebt nur einmal! You only live once! Hab ich den auch? Oh. Udalric an Brock war. Wir haben ihn eingesetzt, wir hatten Bluthost 2, sogar 3, weil er 3 beschädigte Units hatte. Dadurch haben wir Eif erhalten und konnten den Befehleffekt sofort einsetzen. Und zwar 3-mal, weil Ladung 3. Und natürlich passen wir jetzt auf. Alles andere wäre dumm. Nächste Runde. Okay, es ist immer noch random. Okay. Sondern das Boot wieder kriegst. Natürlich. Schön beschädigen hier. Achso, man kann sich die aussuchen dann. Na. Hast du denn gedacht? Okay. Dass das es random ist. Nein. Okay. Ich finde es auch geil, wie ich die Hälfte der Karten einfach nicht mag. Die Hälfte der Karten nicht mag? Ja! Wieso das denn? Was soll das überhaupt heißen? Was ich die nicht mag. Aus Prinzip. Okay. Ups. Ist gepasst? Wenn ich jetzt noch eine spiele, eine Karte. Ja. Ziehe ich dann auf 9 oder auf 10 Karten auf? 10. 10. Das heißt, wenn ich jetzt eine spiele, ist sie weg und ich kann 3 neue kriegen. Yep. Anstatt 2. Yep. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn man, du jetzt eine Karte wegschmeißt, von der du sagst, die bringt mir eh nicht viel. Die ist nicht gut. Oder sonst was. Damit du halt eine neue Karte ziehst, die halt wahrscheinlich besser ist. Sagen wir es mal so. Okay, da ich mit der wahrscheinlich gleich nicht so viel anfangen kann. Sicher? Ja. Frag mich nicht. Okay. So. Beide gehen mit 10 Karten in die letzte Runde. Nein, das ist die falsche. Okay, die weg. Nein! Ach Gott, ey.
Schon wieder nicht bekommen. Jetzt beginnt unser Freund Spinatpizza. Moment, die tut sich nicht weh, wenn sie keinen angreifen kann, ne? Gut. Oh, ich dachte gerade, ich töte mich einfach nur selbst und das war der dümmste Move, den ich jetzt machen kann. Och, herrje. Wer, wieso hat die zwei Schild? Heldenfähigkeit. Aber die hast du doch gar nicht benutzt. Ja, aber jedes Mal steht doch was. Da steht, was die passiv kann. Steht da ja bei. Wann immer eine gegnerische Einheit Schaden erleidet, gib allen Piraten und Schiffen auf deiner Hand eine Rüstung. Ach, das ist passiv. Das ist passiv. Ich dachte, das gehört zu der Order. Wann immer eine gegnerische Einheit Schaden erleidet. Deswegen ein bisschen Rüstung. Okay. Ah. Was soll das denn? Ich hab noch geklickt! Ich hab noch geklickt, Spiel! Ich hab ihn nicht bekommen. Schon wieder nicht. Moment, das wird ihn tun. Warum verrätst du das denn, du Depp? Vielleicht habe ich ihn ja doch bekommen und ich treu dich nicht. Vielleicht bin ich halt einfach nur dumm. Das glaube ich jetzt nicht mehr. Das glaube ich jetzt einfach nicht mehr. Das bringt mir nicht genug. Ich hoffe, man sieht in der Webcam einfach noch genauer sein Hirn arbeiten. Oh, schön. So schön. Okay. Zusammenbleiben! Den und den? Okay. Den? Okay. Okay, dann halt den und den. Es kommt alles nicht hin. Wieso machst du mir alles kaputt, obwohl ich nicht mal weiß, was ich machen will? Ja, ich habe gerade auch ein bisschen das Problem, dass ich... Wir spielen jetzt einfach den. Das ist jetzt nicht wirklich klug, aber... Hände!
Das ist so scheiße mit dem Beschädigen, dass wir beide Skellige haben. Das ist echt schäbig. Natürlich mies, ne? Ist natürlich mies, ne? Ja. Wie viel Leben hat der? 4. Fuck, ich hab mal nachgerechnet. Shit. Was hast du nachgerechnet? Was hat der Kevin nachgerechnet? Was gibt denn der hier? Wie viele Punkte du hast? 8. Genau wie du. Nee. Wieder andere Punktzahlen. Was auch gar nicht so gut ist. Ich das gerade so zähle. Das nervt doch. Das ist 4, das ist. Wieder eher ein 14 gegen 10. Ja, das ist jetzt auch nicht wirklich ideal, aber. Hey, wen hast du denn angegriffen? Was? Wen hast du denn angegriffen? Deine Oma. Ach so, da, okay. Your mother! Könnte interessant werden, je nachdem, was für Karten du hast. Richtige Dreckskarte. Kommt nicht so ganz hin mit meiner Rechnung. Das ist schlecht. Geralt ist schon draußen, ne? Doch gewusst, dass es sich lohnt. Jo. Won't perish in gold, perish in blood. Geralt ist schon draußen. Zumindest bei mir. Bei dir bin ich mir noch nicht sicher. Du kleiner Pimpf. Macht gerade keinen Unterschied, okay. No time to lose. Keine Zeit zu verlieren. Es wird knapp. Also ich weiß nicht, was du auf der Hand hast, aber... Wahrscheinlich hast du genau die gleiche Scheiße raus wie ich jetzt. Wenigstens will ich nicht zu null aus dieser Folge kommen. Ich glaube,
weiß nicht, was du hast. Ich weiß nicht, was es noch gibt. Ich weiß nicht, was schon gespielt wurde. Bei Händels Axt! Das sieht gerade sehr schlecht auf einmal aus. Das Gleiche. Wieso du? Du führst doch um 5 Punkte. Ja, du hast noch 2 Karten. Warum hast du denn das gemacht? Weil ich nicht weiß, wen ich angreifen soll. Und ich musste was spielen. Wodurch hat er die jetzt bekommen? Ach, von meinem Schwein, oder wie? Durch alle beschädigten Einheiten. Alle beschädigten? Das ist das sind 9 oder? Stück. Achso. 4 plus 9, 13. Jetzt spiel dein Geralt. Ich hab kein Geralt. Oh fuck. Ja, und du hast jetzt nur noch einen Punkt. Und da du eine Karte hast, die mindestens einen Punkt bringt. Ja. Was hast du einfach auch das Schwein? Aber wenn ich das jetzt nicht gewonnen hätte, dann wäre das auch peinlich gewesen. Wie gesagt, ich habe so viele Spiele, was heißt so viele Spielstunden, aber ich habe schon einige Spiele gespielt. Während Spinatpizza ja noch nicht mal die Mechaniken kennt, beziehungsweise sie nur eben lesen konnte und nicht wirklich Playtime hatte, um das zu verinnerlichen. Aber ich habe mindestens 3 Achievements bekommen. Schon mal nicht schlecht. Okay, damit geht diese Folge an mich und es steht in der Staffel 3-2 mit dem Ausgang von Gwent. Das war sehr unerwartet. Sehr unerwartet. Damit konnte keiner rechnen. Ähnlich unerwartet wie bei Half-Life. Aber naja, schauen wir mal, was... Oh, ich krieg sogar noch 40 Erz. Dafür, dass ich dich geschlagen habe. Warum auch immer. Irgendwann finden wir schon was Ausgeglichenes. War es das jetzt 40 Erz wert? Ich weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung. Gibt es irgendein Trading-Card-Game, was wir beide gut können? Nein, weil's Kartenspiele sind. Achso, aber Kartenspiele sind doch cool. Das war doch lustig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und nein. beim nächsten Mal mehr zu Waldes versus Spinner. Zwar gefühlt 40 Minuten lang anschweigen, weil ich panisch lesen musste. und du einfach so ganz gechillt, so dumm die dumm. Ich sag einfach so nix.